Müssten, glaube ich, live sein. Weiß aber nicht. So kurz mal. Eigentlich sind wir live, wartet. Ja, in FIFA reingehen. Hä, geht's nicht oder was? Jetzt. Nummer 2. Vielleicht jetzt mal. Es geht. Jawohl, es geht. Ganz wichtig, jetzt geht's. Warte jetzt mal, bis die Leute kommen, dann passt das. Ich könnte... Na gut, wir sind Erster bis jetzt noch. Wir spielen gegen Irland, diesen Letzter. Kommt halt drauf an, ob wir zu Hause oder auswärts spielen. Das ist die Frage. Zu Hause oder auswärts spielen? Wie es bei Deutschland so aussieht, das interessiert mich. Wo stehen die guten Deutschen? Hier. Deutschland. Deutschland ist Erster. Hat Österreich, Kamerun und China drin. Österreich hat auch das Spiel über den gewonnen. Bitte, bei uns ist so Weltuntergang. So. Dann ich Training kann ich immer, aber wahrscheinlich sind die meisten ausge in der Nationalmannschaft. Ich kann Donnarumma trainieren. Ich kann Ronaldo, Bale und Ronaldo sind beide nicht da. Beide nicht dabei. Das ist krass. Dass die beide nicht sind, ist schon krass. Das ist echt krass. Dann trainieren wir einfach mal so ein paar Leute. Pulisic ist sogar auf National. Also. Können wir Embolo. Dann passt das so. Denke ich. Ich glaube, wir können schon mal vorher simulieren zum ersten Spiel. Und das ist gegen... Da wir reisen sind. Wir haben jetzt mal, nehmen wir das Geld. Spielen wir das zu Hause oder auswärts?
Taktik umstellen müssen wir trotzdem. Ach, Donnarumma verletzt ist. Moin, Ennis Schabuni, willkommen im Stream. Okay, der Grund ist, warum ich die Real Madrid-Karriere streame, weil irgendwie die Videos, das funktioniert irgendwie nicht. Und deswegen, ja, nehme ich das jetzt lieber mal auf und also streame ich das und dann passt das. Ja, und jetzt noch kurz. Gerardi. Dann können wir das Spiel simulieren. Kannst du auf jeden Fall mal ein Like auf den Stream lassen. Würde mich freuen. Und bei uns geht so die Welt und da. Erstes Spiel gegen Irland. Mal gucken. Erster Stream gegen Irland. Und Jorginho ist da oder Jorginho. El Charavi 2-0 per Elfmeter. Jawohl. Ihr könnt den Stream auch gerne an einen Freund oder so weiter schicken. Verratti 3-0 würde mich freuen. Ja gut, also Irland haben wir vom Himmel weggespielt. Wir haben gar kein Land gesehen. Richtig. Weiter geht's. So. Okay, Griechenland. Hey, das kam jetzt aber richtig plötzlich. Okay, wieder umstellen. Sasa rein. Ugani mal rein und dann passt das. Zu Hause gegen Griechenland. Nächstes Spiel. Ach, schreibt mal einen linken Flügel rein. Einen linken Flügel und steht nach. Haben passiert. In der ersten Hälfte passiert wirklich nur ohne Tor. Nach 60 Minuten auch. Und dann ist Insigne da. 60. Insigne. Wichtiger Führungstreffer. Knappes 1-0 wird das dann am Ende. Knapp, knapp. 1-0. Hazard. Zieht euch. Warte mal. Ihr seid doch. Ihr seid gar nicht auf dem Stand. Weil die Videos kamen nicht an, stimmt's? Die Videos, wogegen konnte man ihr nie angucken. Okay. Alter, wir haben drei. Achso, ich hab schon gedacht. Also, Neuzugang, Coutinho. Habt nicht mitgekriegt, Dybala. Und war es noch jemand? Flizic, Dembele. Und ja, sonst. Sehen wir so. Okay, Hazard, ich guck mal nach. Ey. Ich muss mich kurz um die Musik kümmern, die ist viel zu laut. Kann man die einstellen? Ey, wo kann man diese Musik ausstellen? Na gut, dann lass sie eben drin. Wie viel Geld haben wir? 143 Millionen. 143 Millionen. Krass. 143. Hazard, merkt euch das. 90. Er hat eine 90. Was hat Neymar, ist die Frage. Wow. Das war ein Riesenblitz. Ist Lafont bei dir Stammkeeper? Nein, nur, ich hatte eigentlich Videos vorproduziert, aber ich wusste ja, dass die nicht mehr kamen. Also, ich verrate jetzt Sachen von der letzten, also von der letzten Saison. Wir haben das Triple. Oh mein Gott. Neymar hat eine 95. Ich gehe auf Neymar. Ich gehe so safe auf Neymar, der hat eine 95. Also, aber jetzt geht's erstmal um die Sache. Bei uns, Donald ist auch, ja, bei uns auch. Also bei uns ist Land unter, es schüttet wie aus Kübeln irgendwie. Aber was ich sagen wollte, das Team habe ich ja kurz gezeigt, wir holen uns jetzt Neymar. Aber, was wollte ich sagen? Junge, hört ihr das? Also, ja. Aber wir haben das. Ich hatte eigentlich nur Videos vorproduziert, aber ich werde die nicht mehr hochladen, weil ich die in meinem Stream schon werde, die Karriere. Wir haben letzte Saison das Triple geholt. Wir haben das Triple geholt. Die Liga, den Pokal und jetzt auch halt dann letzter Champions League. Und mal gucken, was die für die wollen. Ja, die ausgeliehenen Spieler, die zurückgekommen sind, jucken mich nicht. Dann Transferangebot für Pepe. Schreib mal, ob ich Pepe verkaufen soll. Schreib mal rein, ob ich Pepe verkaufen soll. Den Pepe. Den verkaufen soll, den Mann. Er hat nur 89, hat sich so runterentwickelt, 35.
Für 8 Millionen oder soll ich 10 Millionen bieten? Ich würde mit 10 Millionen entgegenkommen. Schreibt mal, was haltet ihr davon? Von Pepe weg. Vom alten Mann. Okay, ich kann es aber erstmal kurz auf Zögern lassen. Ja, dann mache ich so, lass ich auf Zögern. Gut, nee, mal. Okay, wir sollen ein Angebot machen. Wir sollen ein Angebot machen. Was soll ich bieten? Jetzt mal ganz wichtige Sache. Was soll ich bieten? Oder soll ich Ronaldo bieten? Soll ich Ronaldo im Tausch gegen Neymar bieten? Da ist ein Jahresunterschied und ein Wertungsunterschied. Schreibt Hashtag ja oder Hashtag nein. Dann weiß nicht, ob ich Ronaldo bieten soll. Und ja, das wäre wichtig. +90. Boah, okay, ich teste es. 90+ Ronaldo. Nehmen die an. Nehmen die an. Die haben einen Superstar dann im Team. Die haben dann einen Superstar mit Ronaldo. Ich gehe mal runter. Ich gehe mal auf 70. Ich will nicht direkt alles verballern. 90 Millionen wurde geschrieben. Ich biete mal 70. Und irgendwas hatte ich vor. Ach so, was mit dem Geld, weil das passt sonst nicht vom Gehalt. Ja. So, dann können wir... What? Alter! Hörst du das? Schreib mal, ob du das gerade gehört hast. Oder, Alter, es hat gerade zwei miteinander geblitzt und so laut gedonnert. Ich habe mich so erschreckt. Schreib mal rein, ob du es gehört hast. Und schon wieder, ey. Die Menschheit geht ohne. Menschheit geht unter, ja. Zum Glück sei froh, dass du nicht gehört hast. Du wärst gestorben hier. Wenn du hier säst. Ey, Alter, hier geht die Welt gerade unter. Jeden Hazard, nee, den brauchen wir dann gar nicht mehr. Bei uns hat es auch gerade so laut gedonnert. Schon wieder was gewittert hier denn. Was? Die wollen 137 Millionen. 137 Millionen wollen die plus Ronaldo. 137 Millionen plus Ronaldo, come on. 100, scheiß drauf. Ich will Neymar, ich will diesen Neymar. Dafür gibt ja auch unseren alten erfahrenen Mann Ronaldo gerne für ab. Wir lassen die Mannschaft so ins Spanien-Spiel rein. Come on, Jungs. Holt euch was Wichtiges gegen Spanien und damit zufrieden. Aber auswärts ist das immer so eine Sache, wie man spielt. Nach 30 Minuten passiert was und dann führen wir aber kassieren direkt wieder den Ausgleich. Cellini verletzt sich, Bonucci kommt dafür. Anspannung. Anspannung hier. 70 Minuten. Und El Shaarawy. 2-1, ganz wichtig. Und wir gewinnen. Isco hat 9 Elfmeter zum Glück verschossen für die. Wichtige 3. Ah, wo stehen wir eigentlich? Warte mal. Wir dürfen gegen 9. Oh mein Gott! Hashtag Neymar! Hashtag Neymar in den Live-Chat jetzt! Come on! Hashtag Neymar in den Live-Chat! Wir können uns keinen mehr holen, wir können uns nur Neymar holen. Danach geht's nicht mehr, nachher wird's wenig, glaube ich. Hashtag Neymar jetzt in den motherfucking Live-Chat. Los, Hashtag Neymar rein. Ja, krass. Hashtag Neymar. So, nochmal Scouting-Update. Vielleicht ein paar Youngstars. Nee, da ist nichts Starkes dabei. Vielleicht hier. Ich nehme meistens immer Potenzial von bis 94. Der Rest kann dann gehen einfach. Eins drunter. Aber das war kein erfolgreiches Scouting-Update, das muss man sagen. Sorry, meine Autokorrektur, ich bin gerade, das kenne ich. Die habe ich danach dann bei mir ausgestellt. 3 Monate Cellini. Ich denke, das wäre jemand aus unserem Team, das wäre noch schlimmer. Und gleich ist Neymar vielleicht da, es wird da wieder hell am Himmel.
Gleich ist Neymar. Der muss nur noch annehmen, der Mann. Wenn Neymar jetzt annimmt. Nee, nimmt er noch nicht. Wo ist erstmal. Uccellini hat auch noch 5. Macht was mit den Leuten los? So, stellen wir in die Mitte. Baseli raus. Ich stelle mal so ein bisschen um. Und dann passt das. Was ist das hier für ein Finale? Nee, Halbfinale. Halbfinale gegen die Deutschen. Jetzt das Halbfinale gegen die Deutschen. Können wir die Abschlacht nach, Mann, das hab ich. Cellini. Ich benutze Cellini. Cellini raus, dafür ihn rein, passt. So, simulieren gegen Deutschland. Auf geht's, Simulation gegen Deutschland. Es gibt Weltuntergang, wie gesagt. Nach 20 Minuten passiert nichts. Nach 30 passiert nichts. Passiert überhaupt was in der ersten Hälfte? Nein. Nach 55 Minuten, Sasa kommt für Berardi und jetzt wurden viele Wechsel ausgeführt. Junge, das ist Anspannung bis zur letzten Minute hier. Hofft für unsere italienische Mannschaft, dass wir die Deutschen raushauen. Echt, wenn ist nicht toll und dann ist Gündogan da und wir verlieren das Elfmeterschießen. Schade. Oh mein Gott! Neymar akzeptiert. Neymar akzeptiert für 100 Millionen plus Ronaldo. Neymar akzeptiert. Oh mein Gott, hier ist er. Neymar 95. Ey, da wirst du doch bekloppt. Da wirst du doch bekloppt. Hat irgendjemand die 29? Dann gibt's. Passt. Oh mein Gott, Hashtag. Weiß ich doch nicht. Schreibt einfach irgendeinen Hashtag rein. Junge, Weltuntergang, bleibt mal ruhig. Jetzt ein normales Länderspiel gegen England. Vielleicht können wir heute wieder einen Sieg einfahren. Ja, können wir. Das gab's noch nie. Messi und Ronaldo in einem Team. Stimmt! Wartet! Stimmt. Na hier, bin natürlich vorbei. Bin ich dumm? Mach's einfach hier schnell. Komm, wo ist Spanien? Falsche. Ey, heute läuft nicht. Und jetzt. Angriff. Messi, Ronaldo. Messi hat eine 92, Ronaldo eine 90. Die sind wirklich beide am Team. Haben die am Suarez sogar noch. Krass. Krass. Und außerdem, ich habe in dieser Karriere als Ziel, vielleicht wissen es schon ein paar, aber das Ziel dieser Karriere ist, ein Team plus 90 hat jeder. Donnarumma macht dann einen weiteren großen Schritt in jetzt ein 87. Ja, weiter geht's. Ja, wir dürfen endlich mit diesem Pokal-Dünnschiss hier anfangen. Die Zukunft meiner Karriere, Pepe. Ach, den wollten wir verkaufen, aber es geht jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Top 11. Was holt die? Ach, ich kann Donnarumma wieder reinstellen. Das mache ich auch. Was ist denn mit unserer Bank los? Vielleicht im ersten Spiel direkt mal einen Sieg holen. In den Nacken holzen. Machen wir 1-0 Rodriguez. Na gut. 1-0 mit Sumo P-Team ist schon schwach. Juve. Ah, direkt wieder simulieren. Gar nicht die Nachrichten lesen. Am besten einfach gewinnen. Und, oder 0-0, das geht auch noch. So, Nachrichtenspieler verletzt. Zwar groß 2 Monate. Großfeld 2 Monate. Guck mal nach. Guck mal nach Innenverteidigern, stimmt. Wir müssen uns erstmal unsere BF reinstellen. Können wir hier dran irgendwelche. Alter, wir haben jetzt Mario Rall als Stürmer. Ja, ich guck gleich nach Innenverteidigern. Ich guck jetzt. Er hat wirklich keine wirkliche Bank. Tja, arm. Ein mit dir. Und schau nach Theo Hernandez.
Stimmt, den Typ feiere ich ab. Stimmt, Theo Hernandez. Da war doch was in echt auch mit Real. Da war doch in echt was mit Real. Der geht da hin, oder? Schreib mal, ob der da auch hingeht, weil da war was mit dem, das weiß ich so grob. Ah, passt schon, der Mann, den holen wir uns. Der kann aber. Wir müssen. Schreib mal, ob wir ihn tauschen sollen, weil wir haben jetzt nicht mehr wirklich das Geld. 17 Millionen. Schreib mal, ob wir ihn mit irgendeinem Spieler tauschen sollen. Schreib mal, ob wir ihn tauschen sollen. Oder nicht. Irgendeinen Spieler eintauschen oder nicht, ist die Frage. Und wenn ja, wen? Die meisten sind glücklich oder zufrieden und das ist halt das Wichtige. Wenn dann Laurent, oh Gott. Wir müssen. Ja gut. Wir müssen Dings loswerden. Wir müssten eigentlich Halilovic loswerden. Weil Halilovic steht neben seiner Form schon seit. Oder wir leihen ihn kurz. Es gibt doch diesen Trick hier. Warte mal, wo ist Halilovic? Halilovic, wir machen einfach den guten Trick hier. Auf der Leihliste ist schon auf der Leihliste gut. So nach Innenverteidigung. Kennt ihr einen guten Innenverteidiger? Einen guten Jungen. Am besten. Jung und gut, das ist immer so ein Problem. Ich guck mal. Defense innen bis zu 3,24 nehme ich. Nicht gut. Und außerdem, schreib mal kurz. Ich habe ja jetzt, da dass die Real Madrid-Karriere im Stream machen werde, weil die als Video irgendwie nicht mehr geht, habe ich eine neue Karriere vor. Und die ist mit Trommelwirbel Werder Bremen. Also, schreib mal, ob ich die Karriere mit Werder, ob ich eine neue Karriere mit Werder Bremen anfangen soll oder nicht. Schreib mal ja oder nein. Noch. Du hast noch doch Vallejo. Stimmt. Da müssen wir Vallejo aber trainieren. Ja, dann trainieren wir den, das passt schon. BF kommt, Jungs. Also die müsst ihr schon mal wegholen. Okay, Bremen Karriere. Jawohl, dreimal Dembele. Wann das Video kommt, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es kommt. Wir können es auch wieder altes Training annehmen. Ödegaard raus. Okay, dann werde ich die Bremen-Karriere mal starten, aber ich weiß nicht wann. Wen wollte ich trainieren? Ich wollte irgendjemand trainieren. Ach, ich weiß wen. Wo ist er? Vallejo, Junge, hier. Nee, nicht durchsetzen. Abwehr hier, El Rondo. So, und dann passt mir das. Dann haben wir mit Vallejo unseren Pepersatz und Bicanic geht erstmal auf eine 67. Ganz wichtig. So. Weiter sind wir jetzt gegen Wolfsburg. Hey, wer ist das? Für wen? Hey, wer ist das? Wer ist denn Antonio? Ach, der Typ hier. Ah, den brauche ich sowieso nicht. So. Wolfsburg, Top 11. Bus muss raus. Ja, nehmen wir den Budas. Wir nehmen Higuain für die Joffen. Nee, nee. Wir nehmen. So machen wir es. So, Wolfsburg erstmal raushauen. Mal gucken, was danach unsere Ehre ist. 3-0. Zweimal Rodriguez, einmal Coutinho, Ramos angeschlagen. Und jetzt gegen die Bayern nach einem Tag Pause. Atletico akzeptiert. Atletico akzeptiert. Für
Theo Hernandez. Wichtig, dass die jetzt akzeptieren. Die akzeptieren für Theo Hernandez. 7 Tage fällt Ramos aus. Davon will übers Gehalt labern. Ja. Glaube ich, glaub, Alzheimer. Davon. So. 20, ja, gebe ich dir. Von Geld, Sprit fehlt uns nicht viel. Wir haben auch keinen Ersatz mehr. Ach, Top 11 darf nicht wegen Ramos-Verletzung. Schade davon. Gegen die Bayern lassen wir das Team bei Top 11, außer halt diese Notveränderung. Come on. Wir verlieren dann 2-1 gegen die Bayern. Gegen Bayern verloren. Nee, den brauche ich noch für Hernandez-Deal. Okay, na gut, dann sind wir aus dem Pokal raus. Kann. Oh. Dann sind wir eben aus dem Pokal raus, kann passieren. Ja, wartet kurz. So, wir dürfen nochmal trainieren. Ein Bolus hochgegangen. Die Bayern haben sich gerecht. Ja, ist so. Die Bayern haben sich vom echten Spiel gerecht jetzt. Und Theo Hernandez, willkommen in Madrid. In dem anderen Madrid, dem besseren. Willkommen im Streamliners. Davon verlängert, ganz wichtig. Bellerin ist rot gesperrt. Ja, mir gehen die Leute aus. Wie mache ich das? Ja, Theo Hernandez hat eine 70. Was hat er denn die ganzen Jahre über gemacht? Auf der Bank gesessen und geschlafen oder was? So kommt es mir zumindest vor, groß raus wegen Verletzung. Den Rest können wir so lassen. So. Zu Hause gegen Deport. Hier siehst du die beste Mannschaft der Welt. Wenn du das so meinst. Wir spielen jetzt Pokal 2-0. Rodriguez und Bale. Schon wie ein Rückspiel. Was? Was ist das denn? Das ist nicht. Nichts hat nichts mit Champions League zu tun, hoffe ich. Hat das mit Champions League zu tun? Eigentlich eine 78. Ja. Ist das Champions League oder was? Nee, Copa Europa. Dann würde ich sagen, wir spielen das Rückspiel jetzt mit Ersatzmannschaft und spielen das andere Spiel dann mit Top 11. 2-2, weiter sind Pokal geholt. Hashtag 1. Hashtag 1. Schreibt jetzt mal alle Hashtag 1 rein, weil wir die ersten Pokal eingesackt haben am Anfang der Saison schon. Dafür eine Hashtag 1. Welche Scouting Update. Letztes Mal war nur Flup, ja, der ist gut. Kann man auch nehmen. Schön. Komm, Italiener, Junge. Bring auch mal einen guten. Ja, ihn und ihn. Zwei gute. So, ja, Spanier bringt einen guten. Nö. Hier war es kein Spieler gesperrt. Top 11 jetzt. Champions League. Du bist wie FIFA Gaming. Heavy. Wie meinst du das, du bist wie FIFA Gaming? Hashtag 2. Doppelpack Bale. Doppelpack Bale, Hashtag 2 jetzt. Zweiter Pokal schon. Also kann man mal eine Saison starten. Hier direkt mal 2 Pokale holen. Dann sind meine Spieler gut drauf. Und ich auch. Da freue ich mich auf die Saison. Ja, und jetzt schreib bitte nochmal, wie du es meinst, du bist wie FIFA Gaming. Weiter geht's. Las Palmas. Ich weiß nämlich nicht gerade, wie du das meinst, du bist wie FIFA Gaming. Bisic bedankt sich. Er sagt auch immer Hashtag. Ja gut, könnte daran liegen, aber könnte daran liegen, dass FIFA Gaming mein Zweitlieblings-YouTuber ist. Oh. Bellerin.
Mein Lieblings-YouTuber ist der Keller und dann kommt FIFA Gaming. Ich mag die beiden eigentlich gleich viel. Könnt euch aussuchen. So, zu Hause Las Palmas, erster Spieltag, deutliche Sache. Schreibt jetzt schnell noch den Tipp rein. Es geht zwar schon los, aber tippt schnell. Schreibt ganz schnell was rein. 1-0 Rodriguez. Na gut, 2-0 Dybala. Was wird ein hohes Ergebnis? Na, es bleibt im 2-0. 3-0 Higuain, der Eingewechselte. 4-0 Rodriguez. Jawohl. Ah, du hast 3-0 gesagt. 4-0 am Ende. Ein Tor daneben geschätzt. Ich frage jetzt immer vor den Partien, was ihr schätzt, und simuliere danach. Pjanic 68, Riesenschritt für einen Youngster. Pjanic könnten wir auch verpflichten. Aber erst später, wenn. Weiter geht's. Sollen wir noch jemanden holen? Ich glaube nicht. Wir motivieren uns. Könnt ihr mal reinschreiben, wer euer Lieblings-YouTuber ist? Schreibt einfach mal rein, wer euer Lieblings-YouTuber ist und euer Zweitlieblings-YouTuber. Das interessiert mich wirklich. Und ja, in der Zeit simuliere ich weiter. Komm gleich, okay. Arsenal hat einfach mal diesen Santini da verpflichtet, Mann, den wir holen wollten. Transferangebot an Gianluigi Donnarumma. So sehe ich aus, als ob ich den verkaufe. Ganz sicherlich nicht. Weiter geht's. Stunden noch. Hashtag 1. Richtig. Und jetzt sofort ein Hashtag 2, weil wir haben ja den zweiten Pokal geholt. Deswegen am besten direkt Hashtag 2 hinterher. So. Und damit beenden wir das Transferfenster. Wir müssen unsere Nationalmannschaft absenden. Nehmen ihn, wir nehmen Donnarumma mit, wir nehmen Chiellini darf nicht mit wegen Verletzung. Nehmen wir Romagnoli mit. Haben wir irgendeinen richtig schwachen? Haben wir einen besseren? Nee. Bonaventura vielleicht. Nee, dann lassen das Team so. Monatsbruch Jugendmannschaft, ja. Nächste Transferphase. Higuain möchte verkauft werden. Gut. Ja, mache ich aber nicht. Wenn man es mal so betrachtet, ist das Team eigentlich schon ziemlich stark. Wir stellen jetzt nochmal eine gute Bank und dann Hernandez geht hoch. Sauber. Higuain, Mille. Ich glaube, wir brauchen keinen Ersatzkeeper auf der Bank. So brutal sind wir dann doch nicht. Dembele, Sensi oder Hut. Passt. Groß ist der wieder zurück, groß ist nicht zurück. Die Frage ist, wie lange der noch verletzt ist. Und ja. Ich guck noch mal kurz, wie es so in der Bundesliga bei der Tabelle aussieht. Also in anderen Ligen. Das interessiert mich irgendwie. Leverkusen ist am ersten Spieltag erst, aber ich mich nur sieht eher, wer aufgestiegen ist. Leipzig hat den Wiederaufstieg geschafft. Ich kann nicht tun, dass es nicht geil. Bremen 8, sowas in echt ja auch. England, ey. Nottingham Forest? Und wo steht denn Dings Mbappé, Junge? Steht denn hier Mbappé? Sein Verein auf Tabellenplatz 7 und PSG steht auf Tabellenplatz 10 und die hatten schon 3 und 4 Spiele. Okay. Nerven behalten, Jungs, auswärts. Auswärts gegen Villarreal. Das kann in die Hose gehen, muss aber nicht. Auswärts. Auswärts ist halt immer so eine Sache. Weil je nach 45 Minuten nichts passiert. Soldado kommt für Pato Cheryshev.
Jungs, macht noch eine Bude. Jawohl! Halilovic, Mann! 3 Minuten Verschluss. Hashtag Halilovic in den Chat. Damit ihr mal ein bisschen was abgeht. Hashtag Halilovic rein. Und natürlich den Like auch gerne da lassen. Und erstmal weiter trainieren. Ganz wichtig, ich hätte nicht dran glauben. Dann ist das der Mann, der unzufrieden ist, der es macht. Vallejo 78, Gomez 65, schön. Jo, und weiter geht's. Ach, dann sind wieder Pokalspiele, Standard. Das war die Zeit von Ramos und nicht von Halilovic. Ja, ist so. Was war denn mit Ramos hier, ey? Der Hut will über das Gehalt reden, gerne. Wo ist er hier, der Mo? Ich bin bestimmt vorbei, oder? Nee, da. Geht noch gar nicht so viel. Aber Hauptsache, wir gewinnen das. Von mir aus kann er auch eher treffen. So, auswärts erstmal gegen Belgien. 2-1 gewonnen. Ach, das ist jetzt so eine riesen zusammengemixte Gruppe. Und die Hälfte unseres Teams fehlt. Dann darf Majoral ins Training einsteigen. Und hier, er hier. Die dürfen so lange dann trainieren. So. Gegen Portugal. Portugal hatte im letzten Spiel schon nicht Ronaldo, also. Da weiß ich nicht mal. Wir sind das einzige Team, was gewonnen haben. Und wir hatten ein Auswärtsspiel. Jetzt schon wieder ein Auswärtsspiel. Ronaldo ist da, aber Verratti, dritte Minute. Wir gewinnen 2-0. Und sind damit immer noch Erster. Wir beweisen eine gute Rolle. Okay, auskuriert, Toni Kroos. Und es ist, was schätzt du für das Spiel? Jetzt schreib mal rein, was du für das Spiel schätzt. Ich kann den Gegner gleich mal zeigen. Die war zu alt. Was schätzt du für das Spiel jetzt? Ich glaube, das müsste nämlich ein Heimspiel sein. Ich weiß es aber nicht. So. Ah, den hätte ich nehmen sollen. Dann nehme ich den aber dafür wieder. Man bin manchmal echt zu schnell. Pressekonferenz, dafür motivieren wir uns. So, wir hauen unsere BF rein, weil danach Champions League Abend ist. Und ja, da brauche ich ganz normal 4-1, okay? Aber wir spielen mit der B11. Wir spielen mit der B11, weil danach Champions League Abend ist. Und da spiele ich dann auch. Ich weiß nicht, ob das heute was wird, aber Dembélé macht den Führungstreffer. Also der Typ gefällt mir so gut in der Mannschaft. Der gefällt mir so gut. Der Dembélé. Pierre verletzt sich. Kann aber noch durchspielen bei denen. 70 Minuten rum. Feier. Wir spielen zu Hause 1-1. Wir patzen, wir holen zu Hause nur einen Punkt. Zu Hause gepatzt, nur einen Punkt geholt. Nicht gut. Ah, zu Hause patzen, nur einen Punkt holen. Das regt mich immer auf. So Spiele regen mich immer übelst auf. Was ist denn mit Bale los? Bale wird auch schon alt. Geht auch schon immer mehr runter mit seiner Wertung. Oh, ist das immer noch nicht. Sowas von falsch getippt. Ist so. Aber da denkst du, man gewinnt schon auswärts beim Simulieren meistens nicht. Dann gewinnst du auswärts beim Simulieren, aber spielst zu Hause unentschieden gegen so ein Team, das aus dem letzten Loch gekrochen kommt. Ich wollte noch was umstellen mit den Kommentatoren. Oh, das geht jetzt nicht, ey. Weiß gelöscht, aber egal. Top 11, wie gesagt, Champions League wird hier gespielt. Da gibt's nichts drumrum. Top 11 ist. Oder alles von der Startelf drin und dann gefällt mir das so. Dembélé ist der richtige Mann für Bale. Ja. Also, wir haben mit Dembélé unser Mann, den wir danach hinstellen können. Gib mal den. Okay. 2-1 ist dein Tipp, Linus. Okay. Ennis, was tippst du für das Champions League Spiel? Champions League Abend zu Hause im Santiago Bernabeu gegen die Roma. Wir skippen das hier. Mal gucken. Hab halt schon so ein bisschen der Stuttgart Karriere vorproduziert und das lief da eigentlich relativ gut. Und ja.
Casemiro, der da der große Ersatz der ist. Dybala. Bellerin ein bisschen weiter, wir haben den noch Bale. Bale. Bellerin. James gewinnt ein Kopfballduell, Bale. Kriegt nochmal den Schuss. Den hat der Keeper. Jetzt kommt mal rum. Donnarumma. El-Sharawi. Und da ist der Schuss. Da war die Chance. Konzentration. Am besten schön. Jetzt vielleicht mal die Baller. Alter, der Typ ist viel schneller als alle. Und dann noch Bale. Und der spielt einen Grottenpass. Casemiro, schön. Alaba schickt den 95er Neymar. Den ich macht Ennis zu 2-0. Ecke Neymar. Die kommt für Bale? Wieso köpft Bale denn da? Jeder wäre mir lieber gewesen, nur nicht Gareth Bale. Nichts gegen Bale, aber trotzdem. Ich krieg keinen Zweikampf rein, jetzt mal Bellerin. Bellerin, danke. Come on. El Shaarawy, schöne Flanke, Ramos ist da. Ah, da ist der dann dazwischen bei dem Pass, dieser William. Salah, Alaba stark, komm Neymar. Ich krieg Neymar nicht. Mann, 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 die pressen gut. Die pressen stark. Wir gehen auf sehr offensiv. James, Junge. Da kam der Abschluss aber kein Problem für Donnarumma, den zu halten. Korea. Dybala. Oh, bisschen locker. Aber Coutinho, Bale, Führung. 1 zu 0 für uns. Wir führen im Champions League-Spiel und Bale zeigt das Herz. Führungstreffer Gareth Bale. Schön von Neymar. Ja, dann Coutinho mit dem Auge für Bale und der mit dem schwachen Rechten reingedönert. Und jetzt Hashtag Bale in den Live-Chat. Hashtag Bale in den Live-Chat 1 zu 0. Hashtag Bale, wie gesagt, in den Live-Chat 1 zu 0. Erstes Champions-League-Tor. Da komme ich schon mehr, da. Wir hatten ja vorher noch keins. Come on. Ah, schade. Alaba, schön. Und jetzt wir vielleicht direkt nochmal. Vielleicht direkt nochmal Bale. Casemiro, schade, der eine gute Saison nicht gemacht hat. Casemiro, stark. Das war nicht so stark. Das war auch nicht stark zum Glück. Ah, diese Kombis mit so einem starken Team, ey, sind diese Kombis so krass. Und ich wollte ihn eigentlich anders schicken. Nur es hat nicht funktioniert. Donnarumma, bitte. Donnarumma, Kopfballungeheuer. Wir kriegen den Freistoß sogar. Wir kriegen nur den Freistoß, weil es ein Foul an Donnarumma war. Komm mal direkt nach vorne pushen. Schön. Und jetzt Neymar schicken. Und Neymar wurde geschickt und Neymar macht das. Und Neymar macht das stark. Und Dybala da ein bisschen spät. Schade. Einwurf.
werfe ich hin und nicht dahin auf jeden Fall. William. Boah, Donnarumma. Ganz wichtige Parade hier von Donnarumma. Und steht das hier? Was steht da? Als Indianer kam, habe ich mich gefragt, warum er nicht Hamish spielen anstatt dass er Casemiro spielen. Aber das war eine gute Entscheidung von Zidane, Casemiro spielen zu lassen. Ja, an sich, also mein Mann ist eher Hamis, weil ich feiere Hamis eigentlich in echt und ich mag den auch eigentlich, aber ja, ich weiß auch nicht, der war ja die Saison nicht wirklich Stammspieler. Oh, Dybala. Der war die Saison nicht wirklich Stammspieler, habe ich so mitgekriegt. Da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, warum, der Typ ist gut. Ah, schade. Hast du von dem Bayern-Transfer gehört? Tolisso. Krasser Typ. Schade, dass James geht. Echt? James geht? Wohin denn? Schreib mal, wohin James geht. Ich feiere den Typ voll. Hab ich ja eben schon gesagt. Aber wohin geht er denn? Der war so stark. Jetzt das Auge, Neymar. 95er Neymar. Gegen eine Verteidigung aus Italien. Das war, er gibt mir versagt wirklich abseits. Wahrscheinlich ja. Was? Was ist das denn? Jimana. Jamanu. Kennt doch kein Mensch. Hast du dich verschrieben oder? Weil ich kenne keinen Jamanu. Ja gut, erstmal Pause. Menu, oh Gott. Ich hasse Menu. Ich hasse Manchester United und Manchester City. Oder Bayern. Ich glaube aber nie. Bayern ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich, weil die haben ja jetzt Tolisso geholt und deswegen. Boah, da geht schon, aber zu Man City würde ich nie. Oder Manchester United würde ich nie mal Leben wechseln, weil ich diese beiden Vereine hasse. Wie die Pest. Ich hasse diese beiden Vereine wie die Pest. Würde da nie gerne spielen wollen. William. Stark dazwischen. Jetzt können wir mal Casemiro. FIFA sieht ja voll fett aus. Jetzt gibt Gelb, Schiri. Jawohl, schön die Gelbe draufgegeben. Das nächste Ligaspiel müssen wir erstmal gewinnen. Das dann auswärts, weil die Ersatzelf es ja zu Hause verkackt hat mit einem Unentschieden. Casemiro! Casemiro! Macht ihn! Und das erinnert mich an die Champions League, nur dass er hier nicht abgefälscht ist. Hashtag Casemiro bitte. Aber das erinnert mich an die Champions League, nur dass er nicht abgefälscht ist hier. Diesmal volle Carajo draufgezogen, der Mann. Und dann sitzt er. 1:0. Schön. Kommen direkt wieder Pressing. El-Sharawi, wenigstens konnten wir den stoppen. Das wäre noch bitterer gewesen, nicht stoppen zu können. Hades. Ah, da ist der Abschluss, Donnarumma. Stark. Dürfen die Flanken nicht flanken lassen, auf jeden Fall. Correa, Tino, schwach und Donnarumma dann. Jetzt weiter Abwurf, Bale, James, Neymar, Bala, Coutinho, schade, kriegt er nicht rüber, er kriegt ihn selber zum Abschluss. Schade. Schöner Versuch von Coutinho, aber der Keeper dann dazwischen. Ecke. Erstmal einen Mann dranlocken und dann aber doch reinbringen. Dybala! Dybala Kopfball ungeheuer 3:0.
Dybala, das Kopfballungeheuer mit dem 3-0. Und jetzt Hashtag Dybala. Paulo Dybala in den Winkel. In den Winkel köpft der liebe Mann ihn. Paulo Dybala mit dem Traumtor zum 3-0. Macht den mal so. Köpft den mal so. Ich nenne Dybala. Dyramos. Ich nenne Dybala ab heute Dyramos. Ja, kann man machen. Weil Ramos stand dahinter, da habe ich gedacht, ach, Ramos geht dahin. Wer geht hin? Dybala. Also krass. Neymar stark. Also der Typ beweist, warum er eine 95 hat. Ist er jetzt auch der teuerste Spieler der Welt? Ist teurer als Messi und Ronaldo. Das ist krank. Und so schnell geht's. James. Hashtag James. So schnell geht's. 4-0. Und der Mann, den wir angesprochen haben, der ein voll cooler Typ ist, knipst auch nochmal. 4-0. Wichtig. Er hat innerhalb von 5 Minuten 2 Tore jetzt gemacht. Komm on, Ingolan, der Typ ist gut. Lorenzia. Korea. Tag. Ah, ich hätte gedacht, Neymar läuft, ist aber nicht. Wir kriegen den Einwurf. Du musst es auch so sehen. Ronaldo und Messi sind doch alt. Ja, das stimmt. Das ist ein kleiner altes Unterschied. Bring noch mal Asensio. Ich bring noch mal der Hut. Ne, Modric oder der Hut. Der Hut. Und ich bring noch mal... Ach komm mal, Lilovic. Dann bring noch mal ein ganz neues Mittelfeld. Die sind doch nicht so... nicht mehr so viel wert. Ja. Ich weiß aber... Was war denn immer über 100 Millionen jetzt? Und Ronaldo und Messi sind ja auch noch ungefähr... Ja, ein bisschen unter. Weiß ich aber gerade nicht. Neues Mittelfeld, Jungs. Macht was. Asensio, da ist der... Erste mit Halilovic ist der zweite mit Halilovic. Der schießt und dann niemand dazwischen von unserem Team. Abschlag. 230 Millionen Neymar? Was? Ey, wenn das stimmt, das ist zu viel wert. Ihr müsst ja eigentlich, man muss ja... Was? Der Typ hat eine 95 und schiebt den so daneben. Der hat eine 95 und schiebt ihn daneben. Ey, wenn der, man muss mal, wenn man mal so denkt, ist das so teuer, weil das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Man bezahlt so viel Geld für einen Menschen. Das ist krass. Wenn man so überlegt schon. Ich denke aber weniger. Ich eigentlich auch. Oh Gott, ich und meine Freistöße. Kann jemand anders noch? Kann die nur Bale? Neymar auch, aber Bale kann die am besten. Also Gareth. Bitte. Ich würde eigentlich nachgucken, ob es einen besseren gab. So, gibt es einen besseren? Dybala? Ne, der hat nicht bessere Werte. Mit Wucht. Ich hätte gedacht, Neymar hat ein bisschen... Weil meistens ist das so, du schießt mit so einem Typ, der viel Kraft hat, so ein oder zwei Balken und der knallt den dann rein, so richtig traumhaft. Also ja, das ist mit ihm wohl nicht so. Dybala, ah, der kam nicht gut auf Neymar. Der spielt Alaba rechts. Ramos angeschlagen gegen die Turbe. Stark. Turbe. Ackert sich durch, Flanke kommt. Ich glaube, wenn man das Ergebnis von diesem ersten Spiel sieht, dürfen sich unsere anderen Champions League Gegner in unserer Gruppe noch auf was gefasst, Mann. Und das Asensio hat nicht das letzte Wort. Die Baller hat auch nicht das letzte, oder? Nee, das gibt's nicht. Ich hätte es mit das Asensio machen sollen. Am Ende frage ich mich, warum ich es nicht mit das Asensio mache. Dumm. Und durchgesteckt, Moderhut.
Und jetzt Dybala 5-0. Paulo Dybala 5-0. 94. Minute. Und jetzt nochmal Hashtag Dybala rein. Der Mann macht ihn. 94. mit dem 5-0. Der Hut mit dem Auge und Dybala dann der Abnehmer. Der macht. Und damit sein zweites Tor. Come on. So, und damit ist es rum. Wir gewinnen das erste Champions League-Spiel mit 5-0. Da hast du ein bisschen daneben getippt. Aber auch nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Viel war es nicht. Wir lassen erstmal die Top 11. Weil wir brauchen wieder mal 3 Punkte. Und das geht meistens eher nur mit der Top 11. Oh, ein Punkt, ey. Die Saison läuft nicht. Die Saison läuft nicht, wie ich es will. Carlos Varela 69. Uhr um 3. Dofer Tipp. Joa, knapp. Bitte jetzt mal hier 3 Punkte. Wenn wir jetzt keine 3 Punkte holen, dann reiß ich mir die Haare aus. Danke. Zweimal Neymar. Ja, Marcelo. Danach schon wieder Champions League. Danach schon wieder Champions League haben. Weil ich will so Spiele eigentlich nicht der. Ich vertraue so Spiele nicht mehr der B11 an. Die dürfen nur nach Heimspiele machen. 2-1 gewonnen. Neymar und Dybala. Ah, und schon sind wir wieder beim. No Light, willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Zur Pressekonferenz nochmal loben. Nächster Transfer von Higuain und Mbolo. Ja gut. Nächstes Champions League Spiel. Wie geht's? Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich spiel mal in Lila. Ey. Die sind ja hübsch und ich spiele in Schwarz. Hier in Lila. Ich habe noch nie in Lila gespielt. Dann kann ich hier nämlich mit groß. Wir stellen jetzt mal so ein bisschen um. Vielleicht funktioniert da was. Wir spielen mal. Bitte nicht haten dafür. Wir spielen mit Dembele für Bale. Mein Tipp 4-0. Ja gut, wir haben ein bisschen was umgestellt jetzt. Aber ich glaube, das ist immer noch ein realistischer Tipp. Ja, das freut mich, dass dir auch gut geht, No Light. Und ich hoffe, dass wir kriegen die weg. Mal gucken, wie gut Dembele ist. Von der Simulation her gehe ich davon aus, dass er eine Maschine ist. Der Ex-Dortmunder, den wir hierher geholt haben. Dembele. Usman Musman. Mal direkt mit dem Abschluss. Aber geblockt. Come on. Alter, ist der schnell. Ich kann ihn nicht wirklich steuern, weil er so schnell ist. Dembele stark. Asensio, nächster Abschluss. Das gibt Einwurf für uns. Wir pressen. Es gefällt mir, wir pressen stark. Gegen unseren Gegner. Fernandes holt den weg. Come on. Schade, geklärt den. Die Dortmunder sind halt gut. Ja, nee, nicht alle. Nur Pulisic und Casemiro. Ja, Casemiro, nur Pulisic und Dembele. Den Rest kann ich nicht leiden. Gonzales. Bernblum. Kommen die jetzt mit dem Gegenangriff von uns mit einer Chance? Nö. Asensio. Bala wird das Ding abgenommen. Aber die Königlichen sind besser. Ja, das stimmt schon. Da muss ich ihm recht geben. Donnarumma. Come on, Neymar.
Alaba, schön. Jetzt vielleicht. Hey, schade. Und wer ist am besten? Ja, Bremen. Bremen ist ganz klar am besten. Come on. Also seit dieser Anfangs-Pressing-Phase geht nicht mehr wirklich viel nach vorne. Flanke kommt und Donnarumma. Puh, da wurde mir mal kurz richtig heiß. Angst war da gerade hier das Gegentor zu kassieren. Donnarumma. Dybala. Casemiro, schlechter Pass. Komm, Bellerina, geht niemand hin. Es kommt auch kein Schwein hin und dann ist es soweit. Die wichsen uns das Ding rein. 27. Minute Hulk. Wieso ist der denn nicht grün, der Mann? Ich wusste es, er ist der gefährlichste in dem Team. Ich habe mir vor dem Spiel gedacht, weil ich ihn bei der Trikotswahl gesehen habe, auf ihn aufpassen. Da machen wir es, ich komme gar nicht mehr in die Partie rein. Es läuft nichts. Es läuft nichts mit Spielerischen. Da muss es sehr brutal gehen. Gelbe Karte. Eine Schwester. Meine Schwester guckt auch mit, okay. Halk tritt jetzt den Freistoß. Der Kommentar, was tut ihr da? Den Ball klären, Dembele. Oh, Usman. War so schlecht, ey. Du bei Dortmund spielst. Nein, war ein Witz. Ramos. Ey. Usman. Warum hat Monaco ha Moskau Hulk? Das frage ich mich auch. Mussten die den kaufen? Ey, wieso stand da nicht Dybala? Dybala hätte ihn gerade richtig easy reingeköpft. Warum die Hulk haben, weiß ich auch nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Sollen die mal wieder D kaufen und das Spiel muss nochmal von neu gestartet werden. Liegt am Trikot. Hulk spielt in der chinesischen Liga und die gibt es n. Stimmt. Wieso gibt es Hulk? Wieso gibt es Hulk? Dann habe ich gar nicht gedacht. Schon wieder eine Riesenchance, wieder Donnarumma. Stimmt. Wieso haben die Hulk? Wenn die Liga gibt es nicht, das stimmt. Das hätten wir beim Anfang der Saison am besten verfolgen sollen, die Baller. Dybala. Dybala! Drittes Champions League Tor Ausgleich. Unverdient. Unverdienter geht's nicht. Unverdienter geht es nicht. Dybala ist da. Sorry, Ausraster. Ja, gut. Gönn dir Rasters mal aus. 43. Der Unverdienter war wichtiger Ausgleich durch Paulo Dybala. Ganz. Richtig. Komm gleich wieder, okay. Komm, Alara, schade. Ermenko. Oh! Riesenchance. Für Moskau nochmal kurz vor der Schockpause. Ganz glückliches Unentschieden für uns, dass wir noch den Ausgleich machen konnten. Weil spielerisch sind wir hier ganz klar unterlegen. Da kann es niemandem was vormachen. Es läuft spielerisch nicht wirklich. Konzentration, Jungs. Schöner Chip-Pass. Hulk.
Ta, stark, der Mann ist gut. Bellerin. Dembele. Usman mit dem Auge, die Baller! Und dann ist er drin. 2:1, Spiel gedreht. Paulo Dybala. Aber Weltklasse von Usman Musman und No Light. Jetzt darfst du dich freuen, weil jetzt hat der Dortmunder getroffen. Der Dortmunder hat die Vorarbeit zu diesem Treffer von Paulo Dybala gemacht. Darfst du dich freuen? Und wir drehen das Spiel. Und wir drehen dieses Spiel. Schön Körper reingeschmissen. Was denn? Oh, ole, 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 ole. So groß, Asensio. Ramos. Toni Kroos, dreht sich, Usman Musman, Casemiro, Ramos und sonst aus. Ja, jetzt haben wir die. Wir kriegen sie langsam in den Griff. Wir haben hier einen Spielstil herausgefunden. Ole, 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 ole. Und jetzt Paulo Dybala, Ramos aus. Almo für uns. Bellerin. Jetzt Press und jetzt ist Halt gegangen. Halt geht runter, Tosic kommt. Dümmste Auswechslung, die es gibt. Weil Halt hat das Tor gemacht und hat ein gutes Spiel gemacht. Bester Mann bei dem, würde ich mal so sagen. Und dann nehmen die den raus. Ein ganz schöner Pass von Ramos Asensio versucht ins Viertelkampf, schafft es nicht. Wer hat das Tor gemacht? Nicht Dembele, war nicht Dembele. Dembele hat die Vorarbeit gemacht. Dembele hat nur die Vorarbeit gemacht. Ich muss konzentrieren, ich sag's gleich. Ja gut, Dembele hat nur die Vorarbeit gemacht. Dybala hat's Tor gemacht. Dybala hat doppelt gepackt. Jetzt schnell wieder nach vorne spielen. Bellerin. Schiri gibt nichts. Und wir haben die im Griff. Wir haben die im Griff seit unserem 2:1. Die sehen hier kein Land mehr wirklich. Wir müssen wechseln, das passt nicht mehr. Von der Fitness Neymar geht, Pulisic kommt, der nächste Dortmunder kommt. Modric. Wir bringen Higuain rein, meine Schwester ist dumm. Okay. Dybala spielt rechter Flügel und Higuain kommt in den Sturm. Mal gucken, ob Dybala dafür geboren ist, rechter Flügel zu spielen. Den Sturm hat er ja bewiesen, dass er dafür geboren ist. Und da kriegt er auch direkt einen Ball. Ah, oh, Riesenchance und gut gehalten vom Keeper. Ecke, Luka Modric. Und die kommt auf Tah, der sich leider nicht durchsetzt. Komm, Bellerin, den holst du dir ganz easy. Hat er. Come on, Modric. Casemiro. Beide Versuche nicht drin. Schade. Komm, dranbleiben. Dranbleiben. Schickt den Stream, wie gesagt, gerne an eure Freunde und sagt, dass sie gerne abonnieren können. Würde mich natürlich sehr freuen. Und jetzt Ramos! Sergio Ramos! Ramos! 3:1! Und jetzt Ennis, dein Zeitpunkt ist gekommen!
Sergio Ramos ist da! Nicht mit dem Kopf, mit dem Fuß! Ramos ist da, 3-1. Ende ist ein Zeitpunkt ist gekommen. Ramos ist da und knallt ihn mit voller Wucht einfach ins Glück. Mit voller Wucht, Dennis, dein Zeitpunkt ist gekommen. Ramos trifft. Wichtig. Komm on, jag wieder Druck drauf. Keine Zeit verlieren. Ja, warte. Er hatte eine Torkrise. Ja, bin ich auch dafür. Zu lange nicht getroffen. Die ganze Saison noch ohne Tor gewesen. Und jetzt hat er das erste gemacht. Das ist nicht Champions League. Come on, direkt wieder nach vorne. Baller. Ja, stimmt, ich bin immer noch auf totaler Angriff. Deswegen ist Ramos auf vorne. Und Ramos spielt einen Traumpass auf Christian Pulisic. Den Dortmunder. Hab es weitergeschickt. Danke, das freut mich, dass du es weitergeschickt hast. Aber warum hast du es an mich geschickt? Ecke kommt. Schade, da sind die dazwischen. Bellerin. Alaba, und das kann nochmal kritisch werden. Oh, Modric, come on. Junge, da hast du die Erfahrung für. Ta. Hä? Hä? Habe ich überhaupt was? Habe ich da überhaupt was berührt? Jetzt mal ehrlich. Hä? Ich habe ihn so leicht geschliffen und der pfeift direkt Freistoß, ey. Und der kommt nochmal. Dürfen sie nochmal den Anschluss machen? Nochmal jubeln, ne? Wir holen wichtige 3 Zähler in der Champions League Gruppenphase. Wichtig, ganz wichtig, dieses 3-1. Dortmund spielt gegen Porto. So, weiter geht's. Gegen Malaga. Meine Einsatzzeiten, ich habe es an meine Freunde geschickt. Danke dafür, dass du auf mich gehört hast. Danke. Vielleicht lassen die auch ein Abo da. Fände ich auf jeden Fall cool, würde mich unterstützen. Tabel übers Gehalt reden. Taha. Reden wir übers Gehalt. Ey, was will Rodriguez? Er spielt immer. So, ganze Top 11. 100%ige Mannschaft draufstellen und 4-0 gewinnen. Einmal Casemiro, zweimal Rodriguez und einmal Neymar. Sie sind nicht Tabellenführer, weil wir es nicht sehen. Ach so. Bleiben bei diesen Trainingseinheiten mit den Leuten. Vielleicht ändert sich ja was. Ja, schön, Einwertung hoch. Majoral, den werde ich auch bestimmt mal ein Spiel irgendwann spielen lassen. Aber erstmal weiter simulieren. Tar verlängert. Tar verlängert. 4 Zuschauer. Okay, nice. Wäre cool, wenn alle Zuschauer mal ein Like da lassen. Oder wenn sie noch nicht abonniert haben. Aber würde, fände ich auf jeden Fall cool und würde mich unterstützen. Ja. Okay, 1-0 gewonnen gegen Russland. 93 El Sharawi. Jetzt gegen Griechenland. Lassen wir die Mannschaft einfach wieder so und gewinnen 3-1. Trainieren. Das war nicht gewollt. Ja gut, der gute Gomez. So. So. Mal gucken, Pressekonferenz motivieren. Scouting-Bericht. Ja, nehmen wir den, nehmen wir den. Was, meine Jugendakademie ist voll. Okay, den können wir raus werfen. Und like, alle Abo und Like lassen. Genau richtig. Er sagt, ja, er geht auch runter. Jugendspieler freigeben. Frei. Hä? Freigeben. Den können wir auch freigeben. Junge, sind hier viele Flo. Die sahen mal voll, waren halt mal voll gut. Okay, den, ja, weil ich ihn halt mal trainiert habe und deswegen behalte ich den. Nein, er war gut.
Wir haben jetzt ein paar Ausbildungen, also können wir den nicht verpflichten können. Habe ich natürlich wieder vergessen. So, hier nochmal Scouting-Bericht. Einfach alle gefüllt weg. Aber ich will erst fragen, welche dieser Livestream gefallen hat, könnt ihr nochmal, ich lasse nochmal drauf, könnt ihr nämlich nochmal im Nachhinein angucken, liken und abonnieren. Und ja, ich würde dann würd sagen, bis zum nächsten Video. Aber ich werde mal gucken, vielleicht wird morgen oder übermorgen, ich glaube sogar schon morgen, aber oder übermorgen weiß ich halt nicht. Schreibt mir jetzt mal, alle die noch da sind, 5, ne 2 Likes, schreibt mir mal unter mein Video, also jetzt zu unter mein altes Video, schreibt mir mal Neuzugänge für die Bremen-Karriere, damit ich welche habe. Neuzugänge, gute Leute, die wir uns dann holen können für die Bremen-Karriere. Bitte unten in die Kommentare schreiben bei meinem letzten Video. Und damit, ciao.